So, wir wollen hier nochmal durchrechnen, wie man zeigen kann, dass sich Risikoteilung lohnen kann. Und zwar haben wir diesem Beispiel zwei Individuen gegeben. Hier steht das auch schon. Und die Individuen unterscheiden sich nämlich darin, dass Individuum 1 hat eine unsichere Konsumposition. Das heißt, er weiß nicht genau, wie viel er konsumieren kann. Und die Höhe der seiner Konsummöglichkeiten hängt eben davon ab, was für ein Umweltzustand eintritt. Und es gibt noch ein zweites Individuum, das kein Risiko hat. Der weiß ganz genau, was er an Konsummöglichkeiten haben wird. Dabei haben wir es mit zwei Umweltzuständen zu tun, insbesondere für Individuum 1. Diese Umweltzustände sind gleich wahrscheinlich, also jeweils mit Eintrittswahrscheinlichkeit 50%. Und ja. Wir werden sehen, dass die Nutzenfunktionen eben Erwartungswert und Varianz benutzen, um auf auf die Präferenzordnung zu kommen. Und ja, also die Konsummöglichkeiten sehen eben so aus, dass Individuum 1 hat im ersten Fall einen Konsum in Höhe von 15 und im zweiten Fall einen Konsum in Höhe von 25. Der erste Fall ist also für ihn schlechter und das Individuum 2 hat in beiden Umweltzuständen den gleichen Konsum und das sehen Sie auch sofort daran, dass hier Sigma Quadrat 0 ist. Ne? Hier in der Tabelle stehen Mu und Sigma Quadrat schon drin. Wenn Sie das nicht sofort auf einen Blick ausrechnen können hier, bitte jetzt anhalten und nochmal per Hand aufschreiben. Ich zeige Ihnen jetzt, wie das hier gerechnet wird. Ist nichts anderes als 1,5 mal 15 plus 1,5 mal 25 und sehen, das muss dann in der Mitte liegen, ist nichts anderes als 20. Okay, und genau das gleiche für das andere. Und für Sigma Quadrat müssen Sie eben die Formel für die Varianz benutzen, ist dann immer die quadrierte Abweichung von diesen 20. So, genau, wir haben hier eine Nutzenfunktion gegeben, damit wir wissen, wie die Individuen ihre jeweiligen Konsumpositionen bewerten. Und die ist μi minus 0,1 mal Sigma Quadrat. Und wenn wir eben hier die Werte von μ und Sigma einsetzen jeweils, kommen wir auf U1 ist gleich 17,5 und U2 ist gleich 20. Also U1 wäre dann nichts anderes als 20, das ist das hier, minus 25 durch 10. Okay, das ist das hier. Wenn wir das eintippen, kommt 17,5 raus. Und bei U2 ist das nichts anderes als 20 minus 0, 20, 0 ist gleich 20. Das sind die Nutzenpositionen in der Ausgangssituation. Und jetzt wollen wir eben zeigen, dass es sich lohnt, eine Versicherung einzuführen. Die Versicherung sieht so aus, dass alle meine Animationen hier durcheinander sind. Typisch. So, die Versicherung sieht so aus, dass Individuum 2 sich bereit erklärt, gegen eine unbedingte Vorabzahlung von 3,50 € eine Zahlung von 5 Euro für den Fall zu leisten, dass Zustand 1 eintritt. In anderen Worten, Individuum 2 bietet dem Individuum 1 sowas wie eine Versicherung an. Ne? Denn Zustand 1 ist ja so eine Art Schadensfall für den 1, weil er da weniger Konsummöglichkeiten hat. Okay? Und wenn Sie sich recht überlegen, ein Schadensfall für Sie bedeutet auch, dass Sie weniger konsumieren können, weil Sie dann weniger Geld haben. Ist also quasi eine ganz einfache Darstellung eines Schadensfalls hier. Dabei stellen die 3,50 € eine Art Versicherungsprämie dar und die 5 € die Versicherungsleistung. So. Klar, bei Eintritt von Zustand 2 gibt es keine Verpflichtung für Individuum 2 irgendwas zu zahlen. Das ist ja in der realen Welt auch so. Wenn Sie eine Versicherung haben und es tritt kein Schaden ein, dann kriegen Sie die Prämie nicht zurück. Von daher ist dieses Beispiel wirklich 1 zu 1 eine Versicherung. So, die Konsummöglichkeiten verändern sich dann durch diese Versicherung wie folgt. Die ursprünglichen Konsummöglichkeiten stehen da noch und dann haben wir einmal hier das, was der 1 zahlen muss als Versicherungsprämie, haben wir hier eingetragen als minus 3,5. Und zwar in beiden Zuständen. Auch wenn der Schaden nicht eintritt, hat er die Prämie gezahlt.
Und weil er im Zustand 2 dann nichts zurückkriegt, haben wir dann hier direkt schon seine neue Konsumposition, 21,5. So, wo gehen diese 3,5 Euro hin? Naja, die wandern an den C2, die kriegt er da drauf auf seine Konsummöglichkeiten. Und hier in Zustand 2 können wir direkt schon seine neue Konsumposition ausrechnen, weil da ja keine Versicherungsleistung gezahlt wird. Er hat dann 23,5. So. Dann haben wir noch den Zustand 1, wo ja laut Versicherungsvertrag der 1 die Versicherungsleistung kriegt, hat also hier plus 5 und der andere muss es aus seiner Tasche zahlen, minus 5, ergibt die veränderten Konsummöglichkeiten wie hier. Und wenn wir das daraus wieder Erwartungswert und Varianz ausrechnen, kriegen wir diese Werte. Das können Sie jetzt hoffentlich ganz schnell per Hand. Und wenn wir das wiederum in die Nutzenfunktion einsetzen, zur Erinnerung, die Nutzenfunktion sah ja so aus. Sigma e Quadrat durch 10. Wenn wir das da einsetzen, kriegen wir raus, dass der 1 eine Nutzenposition hat von 18,375. Das ist besser als die 17,5, die er vorher hatte. Und das Individuum 2, der die Versicherung anbietet, der hat auch eine bessere Nutzenposition, nämlich 20,375 statt 20. Okay. Wie wir sehen können, profitieren sowohl Versicherungsnehmer als auch Versicherungsgeber von dieser Versicherung. Und die positiven Nutzeneffekte wären sogar noch stärker, wenn der Versicherungsgeber eine geringere Risikoaversion hätte als der Versicherungsnehmer. In der Nutzenfunktion äußert sich der Grad der Risikoaversion im Gewichtungsfaktor hier für die Varianz, nämlich 0,1, die mit negativen Vorzeichen in den Nutzen eingeht. Je kleiner dieser Faktor, desto schwächer ist die Risikoaversion des betrachteten Individuums. Und wie uns das Beispiel zeigt, ist für die Existenz eines Kooperationsvorteils nicht unbedingt ein Unterschied in der Risikoaversion erforderlich, weil ja beide die gleiche Nutzenfunktion haben. Wir könnten die Lösung auch anders interpretieren, nämlich als wechselseitige Beteiligung am jeweils konsumierbaren Einkommen. Konkret müsste Individuum 2 mit 50% am ursprünglichen Einkommen von Individuum 1 beteiligt werden und Individuum 1 einen Anteil von 45% des ursprünglichen Einkommens des 2 erhalten. Sie können selber nachprüfen, dass daraus exakt dieselben Konsummöglichkeiten resultieren, wie hier abgebildet. Und das Beispiel zeigt uns, dass mit Risikoteilung häufig auch eine Risikotransformation einhergeht. Und die Summe der Einzelrisiken bei Risikoteilung ist dann geringer als das Gesamtrisiko. Und Ursache dafür, mathematisch gesehen, ist die quadratische Abhängigkeit der Varianz vom Umfang der risikobehafteten Einkommensposition.